Hallo, da sind wir wieder. Und wie ich gesehen habe, möchte der Chat natürlich, dass wir das spielen. Ich muss mal nur eben nebenbei... Also, zack. Ich muss hier nur ein paar Sachen nochmal nebenbei eben was machen. Geht sofort weiter, sorry. Ich lade nämlich nebenbei noch was anderes runter. Was wir heute Abend spielen. Ah, das geht schon. So, cool. Ja, dann spielen wir die Schlacht natürlich einfach mal. Machen die fertig. Der Blutschwur von Frittigern und die wilden Jäger von Atanarik. Mann, jetzt hätte ich wieder fast was runtergehauen. So, dann machen wir mal was. Ja, durch unsere sagenhafte Übermacht an Bogenschützen sollten wir uns wohl einen Berg suchen, von dem aus wir dem Gegner zusetzen können. Vielleicht hier hinten? Das ist doch nicht schlecht hier. Hier, können wir sie hier in dem Waldstück... So, können wir in dem Waldstück nämlich unsere Jungs hier unterbringen. Und ich kann besser in dem Waldstück hier die Bogenschützen unterbringen. Ne, Moment, ich mach mal eine Sau. Die sind noch echt viele. Stellen die einfach hier hin. Die stehen hier, das ist nicht schlecht. Die können dahinter zweite Reihe. Wir werden es nicht sehr lange verteidigen können. Vielleicht hier hinstellen, das ist gut, ich weiß nicht, die können dann nachher vorrücken. Wir probieren es einfach mal, ehrlich gesagt. Reinzoomen würdet ihr cool finden. Ja, kann ich machen, gleich wenn die kämpfen, okay? Dann sieht man ein bisschen mehr. Ich starte jetzt einfach mal. Das bringt natürlich nicht viel, ich zoome gleich mal dann rein. Ihr habt eine neue Chance, Ruhm zu erlangen. Wir ziehen in den Kampf. Vielleicht finden die mich ja gar nicht. Ist das noch so wie bei Total War Shogun, wo die dann einfach, wo gar nichts passiert? Man irgendwie eine Stunde warten kann. Gleich kommen sie bestimmt aus dem Nebel geschossen und ich bin völlig überrascht. Tja, die scheinen mich nicht zu finden. Kann man das aussitzen? Weil ich werde die nicht suchen gehen. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Ich kann in die Ego von einer Unit. Wie mache ich denn das? Wie gehe ich denn in die Ego von einer Unit? Da kommt halt niemand. Ich glaube, die wissen nicht, wo wir sind. Signalgeschoss. Erzeugt jeder ein tödliches Geräusch, beeinträchtigt Moral. Nach dem Angriff und nach der Zeit des Ziels eben sie anhöfen. Ist ja nicht gut. Du musst auf Fortsetzen klicken. Wo denn? Wo klicke ich denn auf Fortsetzen? Da kommen sie. Achtung, Achtung. Da kommen sie, da kommen sie. Ein bisschen Summen im Ohr. Ich muss mal kurz meinen Ton leiser machen. Ein bisschen. So. Oh, jetzt brennen die Bäume. Ist das gut? Ich weiß nicht. Die
Sie! Helfer! Versteckten Einheiten aufdecken. Wir haben ihre Täuschung aufgedeckt. Versteckte Truppen. Mal Signalgeschosse, vielleicht können sie demotivieren. So, jetzt zoome ich auch mal rein, dann können wir mal gucken, wie sie kämpfen hier. Scheiße, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Ne, so. Zack. Ich glaube, meine Chancen sind eher gering jetzt. Ja, es scheitert einfach an der Moral. Oh nein! Oh nein! Flieht doch! Ist das jetzt Plänkelmodus oder was? Flieht doch! Nein! Man will der blöde Plänkelmodus nicht angehen, ne? Kann ich einfach immer weiter wegrennen. Verdammt. Ja, das mit den Bäumen und den Proportionen der Bäume habe ich eben auch gesehen und fand es auch ein bisschen befremdlich. So, lässt er mich jetzt gehen oder kann er mich jetzt noch ein 15. Mal verfolgen einfach? Zeit euch zurück. So, danke schön, dass jetzt Ende ist. Mit diesem endlosen Schlechten meiner Einheiten. Feindliche Streitkräfte haben unser Territorium betreten, Häuptling. So, so. Wo sind jetzt meine Einheiten hin? Sind jetzt zerstreut oder was? Krieger! Krieger! Die haben alle nichts getaugt hier. Die gemieteten Vollotzen bringen mir gar nichts. So. Militärbelagerung. Ah, das sind die. Das sind so. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. So. Erstmal wieder militärisch weiter. So.
Und jetzt, was machen wir denn jetzt? Ich habe doch eben noch so ein paar Einheiten. Die meine Einheiten getötet. Bereit zum Kampf. Nee, dürfen wir nicht. Zack. Schlechte Nachrichten, Häuptling. Ein Teil der Streitkräfte lehnt sich gegen eure Herrschaft auf. Ach so, das sind die halbtoten Jungs. Wir müssen den Aufstand niederschlagen. Doch wird das unsere Kriegsvorhaben behindern. Kann ich ja nicht mal jemanden... Nee, kann ich nicht, ne? Mir einen neuen General irgendwo anzüchten? Ah, jetzt darf ich wieder, okay. Das kann ich aber lieber gleich machen. Streitmacht aufstellen. Holen wir uns mal einen zweiten. Meisterplaner. List plus. Aber der ist besser. Der hat mehr Einfluss. Und mehr Moral. Nehmen wir den. Zack. Bereit zum Kampf. Ach guck mal, wir haben so viel Geld. Der kriegt einen Söldner her. Fertig. Und danach kommt er wieder nach Hause. Wo wir schon was rekrutieren übrigens. Damit wir ihm gleich was mitgeben können. Und zwar ein paar von den Jungs. So. Haha. Unsere Armee ist so groß geworden, dass unser Einkommen die Löhne nicht mehr bezahlt. Oh, wir verlieren Geld. Da müssen wir mal Krieg führen, was? Das machen wir jetzt automatisch. Die zwei Jungs niedermetzeln. Ausgewogen, aggressiv machen wir natürlich. Alter! Der Sieg ist unser Häuptling. Das Schicksal der Gefangenen liegt in eurer Hand. Schicksal der Gefangenen? Kann von Nutzen sein. Doch sind manchmal Gnade oder Brutalität von größerem Wert. Und machen wir das, komm. Gibt es nichts weiteres? Der Bürgerkrieg ist vorbei. Ich sehne mich nach einem Kampf. Hat der überhaupt noch Truppen? Für den Stamm. Wir machen uns auf den Weg. Ich erwarte weitere Befehle. Gibt keine Söldner mehr, die ich holen kann, was? Doch, hier ist noch einer. Zack, zack. So, der Geiz. So, wenn die Armee halt noch größer, macht doch nichts. Verlieren wir noch mehr Geld, verlieren gleich eh Truppen. Oh, der hat noch was nicht zugewiesen ist. Zack, zack. Achso. Richter. Ach, können wir nicht. Zack, weiter geht's. So. Ist Attila jetzt deutlich besser als Rome 2? Schwer zu sagen, ne? Also ich habe Rome kaum gespielt, Napoleon kaum gespielt. Also ich habe es gespielt, aber nicht so viel. Es lohnt sich, die Gesundheit des Volkes zu verfolgen. Ja, ja. Es ist möglich, dass Krankheit eure Kriegsvorhaben... Ja. Krankheit meine Kriegsvorhaben beeinträchtigt. Was mache ich denn jetzt? Kümmere ich mich da jetzt drum? Egal, erstmal holen wir uns jetzt den Kram hier. Wir haben Apulum umstellt und unsere Pionier... Ach Mist, ich kann ja auch noch. Ja! Wir haben ab. Was denn? Die Männer werden unverzüglich Belagerung. Ich kann's nicht sehen. Oh. Halten oh. wir die Belagerung aufrecht, bis sie Aua! Sind. Aua! Sie sollen vor uns niederkauern. Was sind das hier, Jungs? Das sind auch nicht so viele, die können ja versuchen, denen zu helfen. Machen wir die auch noch fertig. Krieger. So, hol ich einfach auch mal alle meine Truppen. Mir egal, ob die jetzt hier rebellieren. Das Land hier ist unwirtlich, Häuptling, und bietet uns nur wenig Nahrung oder Schutz. Ja, weiß ich. Aber jetzt ist egal, dass Verschleiß ist. Wir müssen jetzt hier einen Krieg gewinnen. Siehst du, jetzt wollen die bestimmt hintenrum meine Festung da erobern. Unsere Belagerung verläuft planmäßig.
Die feindlichen Verteidigungen werden schwächer, Häuptling. Werden schwächer. Was macht das? Oh, hier Belagerungszeit. Aber das machen wir jetzt einfach nämlich häufig belagern, glaube ich. Wann werden die Jungs hier eigentlich mal glücklich? Können die überhaupt glücklich sein? Irgendwie... Was macht denn so eine Lehmgrube? Können wir hier nicht einen Holzschnitter draus machen, oder? Das will ich lieber. Ich will lieber, dass es ein Holzschnitter ist. Mhm, from industry, public order. Minus 5? Public order minus 2? Warum finden die sind alles schlecht? Ich kann auch mal was gut finden, was ich mache. Aber das ist nicht drin, ne? Immer alles nur Scheiße finden. Mit den Gebäuden, ich muss mich da einfach mal in Ruhe mit auseinandersetzen, wenn ich das nochmal spielen wollen würde. Warum beenden? Morgen, Hauke, moin moin. Bin gespannt, was das wird. Ja, ich auch. Die Streitkräfte bei Apulum sind kampfbereit, Häuptling. Wollen nicht zögern. Sucht. Ort Olbia. Von Elend und Armut. Sanitäre Anlagen sind ein Schlüssel. Sanitäre Anlagen. Wie baue ich denn sanitäre Anlagen? Ich brauche wohl nicht 10 Lehmgruben. Bauen wir mal um. Aber ich kann keine sanitären Anlagen. Wie mache ich denn das? Ich weiß nicht, was sanitäre Anlagen hier sind. Kann ich das hier machen? Lehrmeisterquartier, Taverne, Wagenmacher, Kalkmacher, Korbmacher, Korbmacher, Handelskai, Händlerlager. Pff. Hm. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich erforsche mal das lieber. Tja, ich weiß es einfach nicht. Ziele. Ach, das ist meine Provinzhauptstadt, okay. Erstmal müssen wir jetzt hier das mal fertig machen hier. Das können wir nicht. Zeigt er mir jetzt, wie es geht? Achso. Die öffentliche Ordnung ist niedrig, Häuptling. Ihr müsst das Volk besänftigen. Ja, soll's doch zu den Waffen greifen. Erobern wir eh zurück. Jetzt auch mal Ruhe hier. Mit dem Gemecker. Zerobern wir den Mumpitz hier. Das mache ich jetzt einfach mal automatisch. Ist mir, glaube ich, keiner böse. Ach, kann ich nicht? Spielt ein Gefecht. Na gut. Ey, Micha, wie lange mache ich eigentlich? Bis? Bis zum großen Erdbeben, Hauke. Oh! Ah, ah, ah. Also noch genau? 10 Minuten. Mach mal bis 19:27 Uhr. Bis 19:27 Uhr? Noch 5 Minuten? Ich habe gerade eine riesen Schlacht angefangen. Okay. Ich habe noch 8 Minuten, sagt Eduard. Wie gesagt, die Kameras sind schon in der Regie. Eduard denkt ja auch an die Werbung. Nee, Mann, ich muss jetzt hier eben im Chat gucken, ob die Leute meinen Gag witzig fanden. Ja, kam gut an, dein Gag. Ich habe hier LOL gelesen, hier schreibt noch einer XD. War das ein Stunt-Double, schreibt jemand. Aber meine Performance kommt besser an als der Gag. Waffen sind bereit, Häuptling. Stellen wir sie den Verteidigern von Apulum entgegen und sehen, was sie können. Wie, das meine Armee? Der Rest kommt gleich, oder was? Die Jungs, finde ich, sind für mich pures Kanonenfutter. Die können sich hier aufstellen, die werden gleich weggeballert. So. Und die war... Brauche ich überhaupt so Belagerungstürme? Volksträger! Ich starte mal das Gefecht. So, dann können die hier rüber. Aber pff, wozu denn? Ich kann auch einfach...
Jahren des Krieges bereiten wir endlich den Marsch auf die feindliche Hauptstadt vor. Wetzt die Klingen und lasst das Blut des Feindes die Erde. Schießen die jetzt auch? Rückt vor! Was sind denn da Leute drauf? Irgendeine Sonderfunktion? Ach, hier. Brennende Ladung, so sieht's nämlich aus. Bei richtigem Einsatz kann Feuer eine mächtige Waffe sein, Häuptling. Und? Zündet ihr die Stadt an, stürzen die Verteidiger ins Chaos. Allerdings fällt eine Besetzung später schwer, wenn die Gebäude zerstört wurden. Schießt auf sie! Mal ein bisschen Tempo. Da kommt aber eine zweite Armee, oder was? Die brauchen ja nicht lange. So, wo schießt denn jetzt nochmal? Wo war ich denn? Ach, hier. Das bringt aber nicht viel bis jetzt. Wobei, Schaden? Ach so, krass, doch. Mal Tempo, schieß mal ein bisschen schneller. Schieß mal ein bisschen schneller. Wo rennen sie denn alle hin? Aber das Tor brennt, haben sie Panik, ne? Ihre Tore wurden zerstört! Vorwärts! Der Ritter der Giganten! Erstmal da rein, einfach alle. Wie gesagt, nervlicher Kampf hier gerade. Wir müssen den Feind besiegen. Doch die Eroberung der Stadt ist unser oberstes Ziel. Begebt euch zum Zentralplatz. Wieso? Hä? Das Tor ist doch auf. Ach komm, ey. Müssen wir Pause machen. So, wir wollen es jetzt noch eben versuchen, wenigstens halbwegs sinnvoll zu machen hier. Bis das fertig ist. Ah ne, die können ja dahin. Von mir aus kein Tor mehr da. Ach, fahrt einfach hin. So. Die docken hier mal an. Die docken hier mal an. Und die alle hier hinten. Und die alle hier hinten. Die gehen natürlich auch dahin. Und machen das kaputt. So. Machen wir mal Tempo. Solange wie das dauert, könnt ihr ja nochmal schießen. Ja. Mit Gregor jetzt? Sofort? Achso, ja, will ich doch gerne. Ja, du kannst jetzt eine Pause machen im Spiel. Ja, und dann? Kannst du mit Gregor reden? Dann kann ich schauen, ob Gregor schon drüben ist. Gregor? Hallo Hauke, kann man mich sehen, kann man mich hören? Ich noch sehe. Ja, da, hallo, Gregor. Hallo, da bin ich, Hauke, schön. Hast du deine Truppen ins Trockene gebracht? Ja, geht so, aber ich glaube, ich fahre das Ding noch nach Hause jetzt gleich schnell. Wie sieht es denn bei euch aus? Sind da schon alle trocken oder habt ihr auch so ein paar Neueinsteiger dabei? Ja, wir haben gerade noch ein bisschen hier Dehnübungen, aber wir sind eigentlich bald soweit. Also mach fix und im Anschluss geht's mit dem Nerdquiz weiter. Okay, traumhaft. Dann mache ich jetzt noch ganz schnell, dann machen wir nochmal Werbung und dann gehen wir direkt zu euch. Oder sollen wir direkt rüber, Eduard? Nö, ne? Naja, mal ein bisschen Werbung. Erstmal kommt noch eine Werbung, es passt jetzt zeitlich auch gut. Okay, cool. Dann, ich will noch einmal sehen, wie meine Türme hier an die Wand andocken, dann machen wir Werbung und dann gehen wir rüber, ne? Ah, nee, wir machen jetzt Werbung, das passt viel besser. Das passt zeitlich gut. Okay, dann gehen wir jetzt in die Werbung und dann gleich viel Spaß beim Nerdquiz mit Gregor. Das wird hoffentlich
genauso gut, wie es eigentlich jedes Mal ist. Das ist, ich finde es sehr geil und sogar ich werde zugucken und das heißt schon was. Also viel Spaß in der Werbung und dann bei Gregor. Tschö.